Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ganz kurz und knapp. Die Wahrheit ist nicht mit der Mehrheit. Ganz im Gegenteil. Die Wahrheit ist mit der Minderheit. Ein Beweis dafür ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِ شَكُورًا. Und nur wenige von meinen Dienern sind dankbar. Ein weiterer Beweis ist Nabi Nuh, der Prophet Nuh. 950 Jahre Dawah für Allah. Die Gelehrten sprechen von 6, 7 bis höchstens 80, vielleicht sogar 70 Leute sind ihm nur gefolgt. Der Rest hat ihn abgelehnt. Ein weiterer Beweis, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. 72 sind im Höllenfeuer. Nur eines errettet. Möge Allah uns von den Erretteten und Guten und von den wenigen machen. Allahumma amin. Wie die Salaf schon sagten, wer die Sunna verstanden hat, dieser wird einsam leben. Abdulhamid, wie benimmt sich ein Mukmin in dieser Nacht? Ich sage bewusst Mukmin. Jeder Mukmin ist ein Muslim, aber nicht jeder Muslim ist ein Mukmin. Möge Allah uns von den Mukminin machen. Das bloße Fernhalten von den Sünden liebt Allah. Das bloße Fernhalten von den Sünden belohnt Allah. Aber wie schmücke ich diese Nacht aus? Wenn die Menschen in den Hudud Allah überschreiten, wie in dieser Nacht, wo die absolute Mehrheit dieser Welt, der Weltbewohner, in Sünden überschreiten, teilweise sogar Kabair, große Sünden begehen, wie Zina, Alkohol, Drogen etc., vielleicht sogar teilweise Kufr, möge Allah uns bewahren. Was für ein gewaltiges Bild ist es, dass wenn die absolute Mehrheit der Menschen in Sünden verfallen, Kabair begehen, Alkohol, Zina, Drogen, und genau du unter dieser absoluten Mehrheit der Menschen, Allah dich gerade in der Dua sieht, du deine Hände in dem Moment hebst, die Shahada sprichst, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wir folgen die Schritte eines Propheten, nicht die der Menschen, nicht die der Sündiger. Was für ein gewaltiges Bild ist es, wenn die Menschheit in Sünden verfehlt und Allah sieht dich im Gebet, im Ruku, im Sajda, bittest Allah um Vergebung. Was für ein gewaltiges Bild ist es, wenn die Menschen ihr Geld verbrennen und du dein Geld auf dem Wege Allahs abgibst. Das ist das, was ein Mukmin in dieser Nacht macht. Er hält sich nicht nur fern von Sünden, sondern er begeht auch noch gute Taten. Ich werde euch die Möglichkeit geben zu spenden. Selbstverständlich wird das Geld in den Winteraktionen reinfließen. Begeht diese Nacht im Guten, macht viel Dua, spendet viel. Vielleicht hört ihr Koran, wenn ihr nicht Koran lesen könnt. Macht viel Dua, betet Qiyam al-Layl, bittet Allah um Festigung. Denn ein neues Jahr kommt auf uns zu und wer weiß, was für Prüfungen, was für Musiba Allah subhanahu wa ta'ala auf dieser Dunya herabsenden. Das ist der Unterschied zwischen uns und ihnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt es im Koran. Hal jaza'u al-ihsan illa ihsan. Ist die Belohnung des Guten nicht das Gute? Wenn schwere Zeiten kommen auf die Menschen, denkst du, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich mit ihnen leiden lassen? Natürlich nicht. Er wird uns festigen, insha'Allah ta'ala. Möge Allah uns gut und besser machen und vergiss nicht, so wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, kuntum khayran ummatin ukhrijat linnas. Auch wenn wir vielleicht wenige sind, was ein Beweis für uns ist in dieser Nacht, so sind wir immer noch die Besten auf dieser Dunya. Möge Allah uns gut und besser machen. Assalamu alaikum.